Wie kam es dazu, dass Sie als Jugendlicher, wie Sie mir erzählt haben, die erste Schülergruppe von Amnesty International an einer deutschen Schule sogar gegründet haben? Das waren eigentlich Zufälle oder persönliche Zusammentreffen. Eine Nachbarin von uns in Hannover war eine alte Freundin meiner Eltern und gleichzeitig eine der ersten Personen, die überhaupt die Arbeit von Amnesty International in Deutschland bekannt gemacht haben und die auch den Bezirk Hannover von Amnesty damals geleitet hat als Vorsitzende. Und über die haben wir einfach sehr viel von ihrer Arbeit erfahren. Und das hat uns interessiert, meine Schwester und mich. Und dann kam halt von dieser Dame die Anregung, wir könnten ja durchaus eine Schülergruppe aufmachen, wenn wir einen Erwachsenen finden, der in bestimmten Fällen, wo das nötig ist, mal bereit ist, eine Unterschrift zu leisten. Und da haben wir eine Lehrerin an unserer Schule überzeugen können, dass sie also in dieser Weise gewissermaßen die formale Verantwortung übernimmt und haben uns als ganz normale Amnesty-Gruppe angemeldet und haben dann auch wie alle Amnesty-Gruppen damals 3 Gefangene zugeteilt bekommen, um die wir uns kümmern sollten. Das war ein Häftling aus Griechenland, ein Häftling aus Portugal und ein Häftling aus der Sowjetunion. Und so kamen die ersten Kontakte mit Amnesty International zustande. Sie haben gesagt, kümmern mussten. Was haben Sie da gemacht? Was waren Ihre Aufgaben? Also überwiegend hat man Briefe geschrieben. Also Briefe an die Regierung mit der Bitte um Freilassung und der Versuch, Briefe an den Gefangenen oder seine Familie zu schreiben, einfach um mehr Informationen zu bekommen oder auch einfach um zu signalisieren, dass da jemand ist, der sich kümmert, der sich interessiert, der bereit ist, dafür Öffentlichkeit zu sorgen, wenn das hilfreich ist. Und in dem Fall des portugiesischen Gefangenen hat das auch eine gewisse Wirkung gehabt, beziehungsweise hat uns zumindest die Möglichkeit gegeben, mit der Familie Kontakt aufzunehmen und die Familie zu unterstützen, auch finanziell. Und das wiederum hat natürlich den Gefangenen in gewisser Weise entlastet, dass er das Gefühl hatte, seine Kinder können zur Schule gehen, seine Mutter bekommt ein bisschen finanzielle Unterstützung dafür, dass sie sich um ihre Enkel kümmert und solche Sachen. Und bei dem griechischen Gefangenen haben wir wenig erfahren. Das war ja damals die Zeit der Militärdiktatur in Griechenland. Und da gab es wenig Informationen. Da haben wir nur, wenn ich mich nicht täusche, etwas Kontakt mit dem Anwalt gehabt, auf Englisch. Und dieser unglückliche Zeuge Jehovas in der Sowjetunion, von dem, da ist nie was zurückgekommen. Wir haben nie erfahren, was aus dem geworden ist oder ob unsere Bemühungen überhaupt irgendjemanden erreicht haben. Die Briefe, die gingen alle immer wie in ein schwarzes Loch, da kam nichts zurück. Woher kam Ihre Motivation, sich, ja, Amnesty International Schülergruppe nenne ich es jetzt mal, überhaupt da sich zu engagieren und dann auch so engagiert dafür einzutreten, für diese 3 Gefangenen, die Sie betreut haben? Also so ein allgemeines politisches Interesse und so ein Interesse an Menschenrechten lag, glaube ich, in der Familie, würde ich mal sagen. Und was mich persönlich besonders fasziniert hat an dieser Arbeit für Amnesty, das war auch dieser internationale Aspekt. Also erstens, dass man sich in irgendeiner fremden Sprache, mindestens in Englisch, überhaupt sozusagen äußern musste, um was zu bewirken. Das fand ich spannend. Und auch, dass man notgedrungen sich mit den sozialen und politischen Verhältnissen irgendwelcher anderen Länder beschäftigen musste. Und obendrein war das halt die Zeit, wo ein Großteil von Südeuropa von Militärdiktaturen beherrscht wurde. Spanien, Portugal, Griechenland. Und es war wenigstens eine kleine Sache, die man vielleicht tun konnte, um einzelnen Personen zu helfen. Sie haben gesagt, es lag in der Familie. Können Sie das nochmal erklären, dieses Interesse oder politische Engagement? Ja, mein Vater war Politiker, sozialdemokratischer Politiker. Meine Mutter war sozusagen sein linkes und soziales Korrektiv. Und insofern war irgendwie völlig klar, dass man so eine gewisse Verantwortung empfand über die ganz konkreten eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinaus. Also so dieses Gefühl, man lebt in einem Land, das zwar weit davon entfernt ist, ein gerechtes zu sein, aber wo man immerhin seine Meinung frei sagen konnte und kann.
Und wo wir obendrein das Privileg hatten, meine Schwester und ich, eine anständige Ausbildung zu bekommen. Und das war eben schon sehr viel mehr, als sehr viele Menschen auf der Welt von sich sagen können. Und da war halt so das Gefühl, dass man dann wenigstens ein kleines bisschen irgendwie davon abgeben oder weitergeben muss.